Vielen Dank nochmal, dass Sie mit mir das Interview machen, und dann starten wir gleich los mit der ersten Frage. Was bedeutet Chancengleichheit der Geschlechter für Sie? Warum ist Chancengleichheit in Ihrem Forschungsbereich wichtig? Na, auf den ersten Begriff, auf den ersten Blick sollte der Begriff ja quasi selbsterklärend sein. Also vielleicht auch gar nicht auf die Geschlechterdimension beschränkt, weil jeder Mensch sollte die Chance haben, sich in den vielfältigen Bereichen des Lebens verwirklichen zu können, unabhängig von Herkunft oder Hautfarbe oder Geschlecht oder Alter oder Aussehen oder Einkommen oder was man noch alles an Merkmalen heranziehen kann, sondern das sollte der Anspruch dieser Universität sein und ist, glaube ich, auch nebenbei Rechtsanspruch. In der Realität sieht es halt häufig dann doch noch nicht ganz so aus und es gibt einige Bereiche, in denen wir uns da halt noch verbessern müssen. Das stimmt wahrscheinlich ziemlich genauso. Wie hoch ist der Frauenanteil in Ihrem Forschungsbereich? Oder haben Sie eine Erklärung dafür, wieso halt so hoch oder so niedrig ist, je nachdem? Ich habe in meiner Gruppe aktuell, jetzt muss ich kurz nachdenken, 4 Mitarbeiterinnen und im Verhältnis zu 9 männlichen Kollegen, ich habe das letztens, glaube ich, mal nachgerechnet, das sollte knapp über 30% sein. Und damit bin ich leicht über dem Schnitt, den wir in der Physik allgemein haben. Ich glaube, wir sind im Moment bei 20-25% bei den studierenden Anfängern. Und über die Karrierestufen wird es halt wie fast überall bedauerlicherweise dann eher noch dünner. Und unser großes Problem ist halt, wie gesagt, dass wir schon bei den Anfängerzahlen, Anfängerinnenzahlen einen relativ niedrigen Frauenanteil, 20, manchmal, wenn wir ein glückliches Semester haben, 25% haben und danach halt dann auch nicht mehr besser wird, halt eher im Gegenteil. Und ja, die Gründe dafür sind natürlich vielfältig, aber meiner Meinung nach ist der große Hebel, den man noch ansetzen kann bei den Schulen und bei den Kindergärten. Es muss uns besser gelingen, Mädchen für technische, wissenschaftliche, abstrakte Themen allgemein zu begeistern. Also früh gleich anfangen. Gleich genau. Das. Ja, klingt sehr gut. Kann ich nur zustimmen. Dafür gibt es ja auch Gott sei Dank schon ein paar Programme, die das machen. Und versuchen, Schüler zu erreichen. Also, ich habe einen 5-jährigen Sohn und das ist wirklich, also man kann den Erzieherinnen und Erziehern wirklich wenig Vorwürfe machen. Die geben sich wirklich Mühe, aber ich sag mal, der gesellschaftliche Bias, der halt trotzdem auf die einen strömt, Frozen etc., ist halt ein starker. Ja. Laut EU-Förderungsplan sollen in allen Funktionen 50% Frauen vorhanden sein. Was tun Sie dafür, um diesen Frauenanteil zu erreichen? Wie stellen Sie in dem Bereich Chancengleichheit her? Da würde ich 2 Themen sehen. Also das eine ist, wie erhöhen wir den Anteil an Frauen in den Bereichen an der TU, wo wir bisher damit nicht zufrieden sind. Da gibt es natürlich eine größere Anzahl an Steuerungsmechanismen der Frauenförderung. Bevorzugt Stellen mit weiblichen Mitarbeiterinnen besetzen. Das ist etwas, was ich nach Möglichkeit tue, so es mir denn möglich ist. Es gibt spezielle Frauenstellen, es gibt Quotenregelungen, können in bestimmten Bereichen durchaus sinnvoll sein. Wie gesagt, haben wir bei uns jetzt spezifisch in der Physik das Problem, dass am Eingang nur 20-80% reinspazieren und es uns dann ganz schwer gelingt, am Ende 50-50 rausspazieren zu haben, denn dann müssten wir irgendwie die 80% männlichen Kollegen aktiv, bewusst auf ein Viertel eindampfen. Und das wiederum entspricht dann auch nicht unserer Vorstellung von Chancengleichheit. Also da müssen wir, wie gesagt, wir müssen vorne anfangen, dass gleich mehr Mädels vorne reinlaufen oder Frauen dann, wenn sie bei uns ankommen, um einfach da einen größeren Pool zu haben. Das zweite Thema ist die Chancengleichheit, also die Frage, ob die Geschlechter oder auch andere Gruppen, sage ich mal, wirklich die gleichen Karrierechancen und Entwicklungsmöglichkeiten haben. Und da glaube ich, wie gesagt, dass der gesellschaftliche Bias weiterhin unterschätzt wird und dass man da quasi wirklich steuernd eingreifen muss, um den weiblichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da sozusagen differenziert Startvorteile zu erarbeiten, insbesondere also was ich zum Beispiel mache, ist konkret, dass ich mir sehr viel Mühe gebe, den weiblichen Mitarbeiterinnen
die Visibilität zu geben, die halt in dem Wissenschaftsbetrieb sehr, sehr wichtig ist, dass sie präsent sind auf den internationalen Konferenzen, dass sehr klar ist, wer die Arbeit wirklich macht und wie die Credits bekommen, die sie verdienen, weil sie vielleicht noch nicht ganz genauso stark dabei sind, sie von sich aus einzufordern. Das ist aber schön zu hören, dass das auch so ein bisschen von Ihnen gepusht wird, dass das halt auch wirklich klar ist und Sie international auch dort dann unterwegs sind. Das ist eigentlich ziemlich schön zu hören. Ja, da sehe ich halt schon auch einen großen Unterschied noch in der Verhaltensweise. Also ich sag mal, die Herren der Schöpfung sind ein bisschen schneller dabei, auf sich selbst zu zeigen. Bei den Damen muss man manchmal ein bisschen nachhelfen, damit sie wirklich die Ruhm und Ehre bekommen, die sie wirklich schützen. Was haben Sie bezüglich Chancengleichheit gelernt und möchten anderen jungen Mitarbeitern als Tipps geben? Oder als Tipp geben? Ja, das ist eine also, Frage. Ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, überhaupt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben, habe ich mir irgendwie überlegt und Konzepte gemacht und einiges gelesen, wie ich das angehen möchte. Und da stand bei mir relativ der Begriff der Fairness im Vordergrund. Und daraus gleitet man häufig dann ab, dass man irgendwie Leute fair bedeutet, häufig gleich behandelt. Und über die Jahre habe ich dann festgestellt, dass die Menschen beiderlei Geschlechts übrigens doch sehr, sehr individuell sind und sehr unterschiedlich zu motivieren sind, sehr unterschiedlich auf unterschiedliche Situationen reagieren und es quasi den goldenen Weg für alle einfach nicht gibt. Insofern ist Zusammenarbeit in der Forschung und aber auch die Führung von Mitarbeiterinnen eine differenzierte, komplexe, wichtige Aufgabe, aber für die man sich halt wirklich Zeit und Kraft nehmen muss, weil die Chancengleichheit letztlich eben, wie gesagt, auch individuelle Förderung bedeuten kann und eben nicht, dass man alle gleich behandelt, sondern man will, dass alle gleich rauskommen, aber das heißt nicht, dass man alle gleich behandeln muss. Und diese Differenzierung und auch zu erkennen, dass man sich wirklich um die Menschen individuell unterschiedlich, auch unterschiedlich intensiv kümmern muss. Das ist was ich gelernt habe und was ich vielleicht dann irgendwie auch weitergeben würde. Ja, das klingt aber sehr logisch und auch sehr sinnvoll, finde ich. Einfach so auf die Person einzugehen, je nachdem, was die Person dann braucht, das so zu geben. Dann sind wir schon bei unserer letzten Frage. Ging ja doch relativ zügig. Wenn Sie an eine Schülerin in Ihrer Umgebung denken, Tochter, Nichte, Nachbarstochter, warum soll sie in Ihrem Forschungsbereich arbeiten bzw. an Ihrer Fakultät studieren? Na, das ist eine leichte Frage. Das ist völlig offensichtlich, weil es gibt nichts Spannenderes und Aufregenderes als die Physik. Im Ernst, ich betrachte es schon als ein großes Privileg, mich mit meinem Team mit großen Fragen der Menschheit, dunkle Materie im Universum und so weiter beschäftigen zu dürfen, auch wenn das keinen unmittelbaren Nutzen hat, zumindest nicht kurzfristig. Also dafür bin ich schon sehr, sehr dankbar und das ist eine große Möglichkeit, die ich sehr zu schätzen weiß. Und wenn es dann noch Spaß macht, und das macht es hier bei uns am Atominstitut und an der TU Wien, dann kann ich das einfach uneingeschränkt empfehlen und zwar dann insbesondere halt den Töchtern und Nichten anempfehlen. Vielleicht eine Freude an der Physik immer das Wichtigste und Freude am Job. Das stimmt, genau. Aber das kann man haben. Und das haben auch meine Mitarbeiterinnen durchaus auch Spaß an der Arbeit. Das ist, glaube ich, eh das Wichtigste. Dann motivatorisch auf jeden Fall. Ja. Dann vielen Dank mal für das Interview. Gerne.